Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 43. Lesung des wunderbaren aus dem Englischen übersetzten Buches Rulers of Evil, das auf Deutsch heißt Herrscher des Bösen. Nützliches Wissen über Herrschaftsstrukturen. Dank nochmal an dieser Stelle, ich kann es gar nicht oft genug sagen, an den Heiligen Geist, der Brüder Stefan und Viktor dahin geleitet hat, um dieses Buch in mühevoller Kleinarbeit zu übersetzen, das jetzt schon seit einiger Zeit sogar zur Verfügung steht, dass man sich das wunderbar via einer Online-Druckerei sogar oder anderen Druckerei sogar drucken lassen kann. Und ich hatte letzte Woche oder die Woche davor, glaube ich, noch eine E-Mail bekommen von einer Schwester in Christus, die sich das Buch hat ausdrucken lassen zum Preis von, ich glaube, 25 Euro oder sowas, sehr zufrieden war mit der Arbeit, die sie dafür bekommen hat. Also dank der mühevollen Arbeit von Bruder Stefan und Bruder Viktor sind wir in der Lage, dieses Buch zu lesen. Deswegen bin auch ich in der Lage, das Buch euch hier auf YouTube oder auf welcher Plattform das jetzt auch immer hochgeladen wird, euch vorzulesen und das Buch mit euch zu besprechen. Ich habe da meine ständigen Begleiter im Nacken, wahrscheinlich wieder heute auch, so wie den Bruder Michael. Und vielleicht ist der Viktor auch da. Ich habe das jetzt nicht gecheckt, aber wenn er Zeit hat, dann wird er uns sicher Gesellschaft leisten heute Abend. Und wenn die beiden etwas zu sagen haben, einen Kommentar zu geben haben oder was, dann werden wir sie hören. Wir fangen jetzt jedenfalls mit der 43. Lesung dieses Buches Herrscher des Bösen an. Und zwar auf Seite 275 im PDF. Wir sind im 24. Kapitel, das ist das vorletzte Kapitel des Buches. Ja, das nennt sich also das Mahlzeichen des Kain. Danach haben wir noch ein einziges Kapitel über die zwei Ministerien zum Abschluss. Aber es wird noch einen Moment dauern, bis wir hiermit durch sind. Wie ihr seht, 275 Seiten von 381, aber wir haben eine ganze Menge, sehr, sehr viele Seiten im Anhang hinten dran, durch den wir nicht mehr durch müssen, weil das sind extra Papiere, die bereits besprochen wurden, so wie zum Beispiel der Time-Artikel über die Heilige Allianz, die Papiere von Machiavelli und solche anderen Papiere, auch mit den Carrolls als die verborgenen Gründungsväter der Vereinigten Staaten. Das ist alles hinten im Anhang noch dran, also es sind keine über 100 Seiten mehr. Aber es werden noch ein paar Lesungen, bis das Buch vollständig gelesen wurde. Das kann ich euch versichern. Wir fahren also jetzt hier auf Seite 275 fort, in dem Kapitel 24, das Mahlzeichen des Kains. Da steht, ein primitiver Anführer war König Kain mit Sicherheit nicht. Auf einer seiner vielen selbstverherrlichenden Steintafeln rühmte er sich damit, dass er in Scharen von bronzenen Wagen über zerklüftetes Land fuhr und über die oberen Länder regiere und auch, dass er dreimal zu Meer vorgerückt ist. Ja, das lesen wir unter anderem hier von Ragusin, Chaldea from the earliest time to the rise of Assyria, also Chaldea von den frühesten Zeiten bis zum Aufstieg von Assyrien. In diesem Geschichtsbuch kann man solche Dinge nachlesen. Inwieweit das jetzt auch tatsächlich wirklich geschichtlich verbrieft ist, weiß ich nicht, weil schließlich sprechen wir hier von Kain, von einer Person von vor der Flut. Ja, und inwieweit man also von vor der Flut noch solche Dinge außerhalb der Bibel bewahrt sieht, weiß ich jetzt nicht, gebe ich auch kein Urteil zu ab. Jedenfalls kann man das in diesem Buch jeweils mal nachlesen. Aber da ist auch eine ganze Menge Legende bei, das darf man nie vergessen. Weil das ganze Heidentum baut sich nur oder hauptsächlich auf Legenden auf. Legende und Tradition. Ja? Als ein brillanter, gut organisierter militärischer Herrscher, dem Prototyp übrigens eines Kaisers, herrschte Kain über ein riesiges Reich. Das renommierte Blatt Cambridge History, also Geschichte von Cambridge, schreibt, dass er sein Imperium in mehrere Zonen aufteilte. Vom persischen Golf bis hin zum Mittelmeer, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang, in gewaltige Viertel von je 5 Doppelstunden Marsch, über die er die Söhne seines Palastes gesetzt hatte. Durch diese Stellvertreter seiner Autorität regierte er über die Heerscharen und all seiner Länder. Ja, und das ist eben der Anfang der Herrscher des Bösen. Kains gesamtes Imperium begründete sich auf Sklaverei. Die Sklaverei war Teil der Grundlage, auf der die babylonische Gesellschaft beruhte. So lesen wir das in Sises Werk Babylonia and Assyria, also Babylon und Assyrien. Ja? Das gesamte Imperium begründete sich auf Sklaverei.
Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass das allererste Babylon hier sich auf Kains, das Kains Imperium, das allererste Imperium, selbst noch vor der Flut, dass sich das auf Sklaverei gründete. Dasselbe gilt für das Babylon nach der Flut, das wir dann über Nimrod lesen, in, was in der Bibel erwähnt wird, in, ich meine, Genesis Kapitel 11 auf jeden Fall, eventuell sogar schon Kapitel 10, das weiß ich jetzt nicht auswendig, müsst ihr mal lesen, nach der Flut, dass das da anders war. Und da Rom der Spiegel von Babylon ist, ja, dadurch ist auch das Imperium von heute begründet auf Sklaverei. Jetzt stelle ich euch doch mal eben die Frage. Das System, in dem wir heutzutage leben, wo wir hineingeboren werden in Gefangenschaft, von der uns keiner erzählt, dass wir Gefangene sind. Gefangen durch römisch-katholisch-kanonisches Recht. Gefangen in einer, in einem System, das uns von Anfang an, von der Wiege bis zur Bahre, indoktriniert mit Lügen und uns lediglich zwischen Anführungszeichen Wissen vermittelt, dass das System für sich selbst verantworten kann, nämlich so viel Wissen und das die Sorte Wissen, die wir brauchen, um in diesem System zu funktionieren, um Steuern zu zahlen. Und es ist ja nicht, weil man sich mal in ein Flugzeug setzen darf und ein paar tausend Kilometer irgendwo hinfliegen darf, um da eine Woche oder zwei als Urlaub zu verbringen, dass man deswegen frei ist. Man bekommt ja nur so viel Zeit frei von seinem Job. Da muss man wieder zurück sein. Das ist wie Freigang im Knast. Das ist doch Sklaventum. Wir sind alle moderne Sklaven. Wir sind alle moderne Sklaven des Antichristen. Wir sind alle moderne Sklaven der Herrscher des Bösen dieses Systems. Wenn wir uns nicht befreien lassen durch den einzigen und alleinigen, der uns befreien kann, Jesus Christus. Deswegen steht schon in der Bibel geschrieben, die Wahrheit wird euch frei machen. Und Jesus Christus ist die Wahrheit, nicht wahr? Weil Jesus Christus sagt von sich selbst in Johannes 14,6, wenn ich das jetzt richtig behalten habe, Michael, korrigiere mich sonst, du sagst es immer, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater denn durch mich. Mhm. Ich bin nicht gut im Behalten von Buch, Kapitel und Vers, aber ich meine, das ist Johannes 14,6. Ja. Jesus Christus ist die Wahrheit und die Wahrheit ist die Freiheit. Und entweder bin ich frei oder ich bin Sklave. Und hier in diesem Buch steht es bereits wunderbar beschrieben, dass die Menschen von Anfang an in Sklaverei gehalten wurden. Denn die Menschheit, ich spreche jetzt von dem Großteil der Menschen, wie heute, es ist ein ganz kleines Minimum, das sich bibelgläubige Christen nennt und nennen kann und nennen darf. Der Großteil der Menschen ist Gefangene in dem System Kains, auch heute noch. Kains gesamtes Imperium begründete sich auf Sklaverei und dasselbe System ein paar tausend Jahre später heute, das System der römischen Herrschaft begründet sich genauso gut auf Sklaverei. Deswegen müssen wir Steuern für alles bezahlen. Es ist ja nicht genug, dass wir Steuern bezahlen für die Dinge, für das Geld, das wir verdienen. Einkommensteuer? Nein, das ist nicht genug. Du musst auch noch Umsatzsteuer bezahlen oder wie es umgangssprachlich heißt, Mehrwertsteuer auf jedes Produkt, das man kauft. Und pass mal auf, die Mehrwertsteuer ist noch gar nicht mal so alt, aber früher gab es andere Steuern, da musste man Steuern bezahlen, dafür, wenn man sich Gardinen vors Fenster gehangen hat und solche ganzen Sachen. Da gab es da überall Steuern für. Irgendwann haben sie gesagt, jetzt machen wir einfach eine Steuer für alles. Und inzwischen ist das bei uns in Deutschland 19, bei mir in Belgien hier 21% und ich warte nur, weil es ist schon lange am Kochen, ich warte nur darauf, dass es 23% wird. Und wenn man sich ein Haus kauft, dann muss man den Notar bezahlen. Kein Problem, dass ich den Notar bezahlen muss, dafür, dass ich eine Akte aufstellen muss. Aber ich muss dann auch noch so viel an irgendwelchen Stempelgeldern bezahlen dafür, dass der das überhaupt machen darf. Das heißt wieder Steuern dafür abführen. Und ich muss meine Grundsteuer bezahlen und ich muss Autosteuer bezahlen, ich muss Motorradsteuer bezahlen und ich muss Klimasteuer bezahlen. Ich muss dafür bezahlen, dass ich ausatme. Weil ich vergifte die Welt ja mit CO2. Wir leben in einem Sklavensystem, ob wir es jetzt wahrhaben wollen oder nicht. Und desto wichtiger ist es, dass wir erkennen, dass nur Jesus Christus uns da rausholen kann und nur Jesus Christus uns davon befreien kann. Ja,
wenn ich so weitermache, lesen wir heute nicht viel. Aber es ist mir vollkommen wurscht. Ich finde das unvermeidlich und wichtig, diese Dinge auch mal so zu besprechen. Keins gesamtes Imperium begründet sich auf Sklaverei. Der Papst Johannes der 23. sagte bei der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils, wir tragen das Zeichen des Kain. Und der Papst ist heute der König der Könige auf dieser Welt, weil die Bibel sagt es in Offenbarung 17, Vers 2. Ah. Ich weiß es jetzt nicht auswendig, also nehme ich mir eben kurz die Bibel dazu Hand und müsste mal eben warten, bis ich das aufgeschlagen habe in Offenbarung 17, in Vers 2, weil ich möchte es dann bitte schön wortwörtlich zitieren, da steht geschrieben. Also Vers 1 fangen wir an. Komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, also Rom, die an den vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Und da wir trunken sind, sind wir nicht mehr bei Verstand. Und da wir nicht mehr bei Verstand sind, erkennen wir nicht, dass wir Sklaven sind. Aber Tapas Saucy ist also freundlich und erzählt uns das hier, dass Kain sein gesamtes Imperium auf Sklaverei begründete. Eine unvermeidliche Konsequenz übrigens, wenn die Vergeltungsmacht eines Herrschers alle seine Widersacher um das Siebenfache übertraf. In den meisten Fällen sieht es jedoch so aus, als ob Kain seinen eigenen egoistischen Herrschaftsvorteil in einem öffentlichen Interesse ausgeübt hat. Professor Sayce berichtet uns, dass sein Reich über, Zitat, eine Fülle von Schulen und Bibliotheken verfügte, voll mit literarischen Werken von den damaligen Dichtern und Denkern. Ende Zitat. Jetzt sagt nicht, ah ja, wir Deutschen sind ja das Volk der Dichter und Denker. Deutschland gab es damals noch nicht, aber es sind einige Heiden von da sicher hierhin ausgewandert. Außerdem fährt der Autor fort und sagt, außerdem war das gesamte Reich bereits damals durch ein ausgeklügeltes Verkehrsnetz in Form von Straßen und Wegen miteinander verbunden, entlang derer es sogar einen regelmäßigen Postdienst gab. Man benutzte Tondichtungen, die die Aufgabe von Briefmarken erfüllten. Ein solches Exemplar befindet sich heute im Louvre und trägt den Namen Sargon und sein Sohn. Ja? Ja, da habe ich mir hier einen Link mit reingemacht über die Bildersuche, glaube ich, von Sargon. Dann werden wir das mal eben aufmachen. Da sind einige Links, die wir heute wohl aufmachen müssen. Machen wir das mal. Ja, machen wir das hier, wo das Bild ist. Ach komm, ein ganz normales Bild hier. Komm. Bild aufmachen und dann mal eben suchen. Da gibt es ein paar Bilder von dem Sargon im Louvre, na, wo wir das dann sehen können. Dass die Tontafel, die hier abgebildet ist, gibt es auch einen Wikipedia-Artikel drüber über Reich von Akkad. Und das ist hier die Bildersuche, die ich damals hier eingegeben hatte. Und da sehen wir hier Babylon und dann hier irgendein Zylinder. Und ja. Also ganz interessante Bilder aus der Zeit von Assyrien und so weiter und so weiter. Das ist aber meines Erachtens, was man hier gefunden hat, das ist alles nach der Flut. Hat also nicht direkt was mit vor der Flut zu tun, aber hier sehen wir zum Beispiel Sargon und den Beamten. Ne? Im mesopotamischen Kunstmuseum im Louvre von Paris. Das ist also eine Darstellung von Sargon und seinen Beamten. Ja. Es ist sehr wahrscheinlich, fährt der Autor Sayce hier fort, dass die erste Sammlung astronomischer Beachtungen und terrestrischer Zeichen zum Zweck der Sterndeuterei für eine von Sargon gegründete Bibliothek gemacht wurden. Die Insignien von Macht und Königtum verschwanden jedoch nicht mit Kains Tod. Dass Kain gemeinsam mit seinem Sohn die ursprüngliche Stadt Henoch baute, lässt darauf schließen, dass die Macht und Befugnisse als Erbanspruch gedacht waren und an seine Nachkommen weitergereicht wurden. Der Name des Sohnes impliziert ebenfalls, dass er die Macht des Mahlzeichens von seinem Vater vererbt bekommen hat. Henoch bedeutet auf Hebräisch der Eingeweihte. Und ein Eingeweihter bedeutet jemand, der durch besondere Riten um in Grundzüge oder Prinzipien von etwas eingeweiht oder initiiert worden ist. Das ist eine Definition aus Webster's 1828 Dictionary, ein wunderbares Wörterbuch oder Enzyklopädie, die ich jedem empfehlen kann, sich mal im Internet anzuschauen. Webster's 1828 müsst ihr nur eingeben in Google, dann findet ihr das direkt.
Und interessant, dass ausgerechnet hier eine Fußnote Nummer 33 haben. Ne? Die Schrift impliziert jedenfalls, dass Henoch und vielleicht auch Kain ihrerseits andere Würdenträger und Nachfolger initiiert haben. Vier Generationen nach der Geburt von Kain finden wir Henochs Urgroßenkel Lamech, der immer noch das Vorrecht der göttlichen Rache ausübt und sogar erweitert. Das steht ganz deutlich in der Bibel geschrieben. Wir lesen das nämlich im 1. Mose, Kapitel 4, Verse 3 und 24. Es steht geschrieben, und Lamech sprach zu seinen Frauen, Ada und Zilla, hört meine Stimme. Übrigens, da wissen wir schon direkt, dass Lamech ein Heide ist, ne? Weil er ist mit zwei Frauen hier. Ne? Er sprach zu seinen Frauen. Ihr Frauen Lamechs, vernehmt meinen Spruch. Einen Mann erschlug ich, weil er mich verwundet. Einen jungen Mann, weil er mich geschlagen hat. Denn Kain wird siebenfach gerecht, Lamech aber 77-fach. Die Erlangung der Regierungsgewalt erfordert die Ablegung eines Eides, der den Eingeweihten an den Kodex der Rechte und Pflichten bindet. Interessanterweise ist unser Wort Eid aus dem hebräischen Wufa, ausgesprochen Eid, verwandt. Also ich denke, es geht hier um das englische Wort Oath, nicht auf das deutsche Wort Eid. Aber wie auch immer, dieses Wort, das im 1. Buch Mose 4,15 als Zeichen übersetzt wird, Zitat, da sprach der Herr zu ihm, fürwahr, wer kein Tod schlägt, der zieht sich siebenfache Rache zu. Und der Herr gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände. Der Herr hat Kain ein Zeichen gesetzt. Mit diesem Wissen können wir nun sagen, der Herr hat Kain unter Eid gestellt, einem Eid, der sichtbar durch die verschiedenen Insignien nach außen dargestellt wird, die alle Regierungen nach außen zeigen. Ja, die ganzen Symbole zeigen uns nach außen hin den Eid, die Regierungen sprechen. Dass wir sie nicht verstehen als normale Menschen, ist eine Sache. Dass sie es tun, ist eine andere. Sie bekunden damit ihre Treue an Kain und seine Nachfolger. Oder den, wofür Kain steht, Satan. Das Zeichen steht also für einen Bund zwischen Gott und Kain. Es ist nicht die allumfassende Art von Bund, den Gott mit dem demütig gehorsamen Abraham geschlossen hat. Und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir von Geschlecht zu Geschlecht als einen ewigen Bund, dein Gott zu sein, der deines Samens nach dir ist. Ja? Wir lesen das im 1. Mose 17, 7 und 8 nochmal. Und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir von Geschlecht zu Geschlecht als einen ewigen Bund, dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Und ich will dir und deinem Samen nach dir das Land zum ewigen Besitz geben, in dem du ein Fremdling bist, nämlich das ganze Land Kanaan, und ich will ihr Gott sein. Ich persönlich finde, dass der Vers 8 hier sicher noch dazu passt. Die Unwilligkeit Kains, den Geboten Jahwes zu gehorchen, machte ihn ungeeignet für die Gemeinschaft mit dem Göttlichen. In Kains eigenen Worten, die wir nachlesen können im 1. Buch Mose 4,14, Zitat, siehe, du vertreibst mich heute vom Erdboden und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und ruhelos und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Interessant hierbei, und da sind wir wahrscheinlich in unserer Bibelstudie auch damals drauf eingegangen, ich kann mich jetzt nicht mehr gut erinnern an das 4. Kapitel, das ist schon sehr lange her, aber Michael und Viktor waren ja damals bei der Bibelstudie dabei, vielleicht weiß der Michael das ja noch, dass wir hier damals noch ein bisschen näher das beschrieben haben, du vertreibst mich heute vom Erdboden, ja, deswegen sind eben diese ganzen schlechten Leute, um es jetzt mal ganz kurz auf den Nenner zu bringen, die wir heute in dieser Welt haben, die das Zeichen des Kain tragen, deswegen sind diese ganzen Leute eben auch nicht gottesfürchtig, sondern verstecken sich vor dem Herrn, ja, und würden am liebsten unter die Berge kriechen, um von ihm nicht gesehen zu werden. Ja? Sich vor ihm verstecken. Warum? Weil sie ganz genau wissen, dass sie gegen ihn handeln. Und sie wollen sicher nicht an das Licht kommen. Deswegen suchen sie die Dunkelheit. Und die Dunkelheit steht ja hier auch für die Lüge. Ja? Nicht wahr? Ja, gerade wo du sagtest, jetzt nicht ans Licht kommen, vielmehr ein lichtscheues Gesindel. Ne? Ja, genau, das sagt man ja auch so. Ja. Mhm. Stimmt. Ja.
Also die Unwilligkeit Kains, den Geboten Jahwes zu gehorchen, machte ihn ungeeignet für die Gemeinschaft mit dem Göttlichen. Deswegen flüchtet er. Der Exilbund war streng darauf beschränkt, Gottes Rache an jedem zu verüben, der das Leben von Kain bedrohen würde. In Fragen der Weisheit, der Belehrung und der Unterweisung der Rechtschaffenheit war Kain auf sich allein gestellt. Ho! Den Satz habe ich ja vorher auch noch nie gut richtig verstanden. In Fragen der Weisheit, der Belehrung und der Unterweisung in Rechtschaffenheit war Kain auf sich allein gestellt. Ja, aber Billy, das erklärt doch das ganze System, in dem wir heute liegen, wo man sich die Weisheit aus dem Gnostizismus holt und wo die Rechtschaffenheit des Menschen eben nicht die Rechtschaffenheit Gottes ist und die Belehrung und Unterweisung eben kommt aus dem eigenen Herzen, wovon die Bibel ganz deutlich sagt, das Herz des Menschen ist schlecht von Anfang an. Ja, den Satz habe ich vorher auch noch nie so gut verstanden. Michael, da wolltest du was zu sagen? Ja, so ganz allein ist er ja nicht, weil es gibt ja immer noch einen Geist, der ihn leitet. Ne? Ja. Er war auf sich allein gestellt, das heißt, er war ohne Gott. Das heißt nicht, er war ohne Geist. Und Kain in dem Augenblick selber war auf sich allein gestellt, weil da war noch kein anderer. Ja? Er ist alleine ausgezogen, hat sich dann nach ein paar Jahren eine Frau genommen. Da musste er erstmal warten, bis die geboren wird wahrscheinlich. Ne? Das ging damals alles noch nicht so schnell. Kain war damals auf sich allein gestellt. Aber die Menschen heutzutage, die in Kain agieren, die von dem Geist des Kain heute geleitet werden, die machen sich eben ihre eigene Rechtschaffenheit und ihre eigene Weisheit und sind deswegen gegenüber der Weisheit der Bibel blind und taub. Er war auch auf sich allein gestellt, sollte er versuchen, die Friedfertigen anzugreifen. Das Zeichen war nur ein Bund der Vergeltung. So erkannte Kain bereits früh, dass es ihm große Vorteile brachte, seine Feinde zu Angriffen zu provozieren. Je mehr Angreifer, desto spektakulärer die Demonstration der Rache. Je mehr Rache er verüben konnte, umso gerechter stand er vor seinem Volk da. Da sehen wir ganz deutlich hier, dass Kain sich selbst zum Gott macht. Je mehr Angreifer, desto spektakulärer die Demonstration der Rache. Ja, und unser Herr sagt, Rache ist mein. Ja, hier übernimmt Kain die Figur des Rächers. Das heißt, er macht sich selbst zum Gott. Das heißt, er akzeptiert das, zwischen Anführungszeichen, Geschenk, die Lüge, die die Schlange Eva bereits im Garten Eden gesagt hat, ihr werdet sein wie Gott. Gott sagt von sich, ich mache die Rache, und Kain sagt von sich, nur ich mache meine Rache. Also was ist das dann als Gott zwischen Anführungszeichen gegen den wahren Gott? Der große Kampf, wie man es auch nennen kann. Ganz genauso. Kain macht seine eigene Rache. Und je mehr Rache er verüben konnte, umso gerechter stand er vor seinem Volk da. Das ist doch heute auch nicht viel anders, ne? Seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen. Da hat man ja auch beziehungsweise genommen, ne? Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ja, genau, sowas ja auch, ja. Ja. Aber da in 5.45 Uhr, wo dann zurückgeschossen wurde, da war es ja auch die Rache, nicht wahr? Und da stand derjenige, der das ausgerufen hat, ja ganz gerecht vor seinem Volk da, ne? Muss man ja mal eben so sagen. Ist nun mal Geschichte. Und je mehr Gerechtigkeit er anhäufte, umso mehr konnte Kain seine Macht errichten. Und ich freue mich schon auf die ganzen Kommentare von den Nazis, die ich hier unter dieses Video kriege. Ich sollte 1939 vielleicht nicht mehr so oft erwähnen hier in dieser Lesung. Nur mal eben so eine kleine Seite. Du kannst auch 1939 erwähnen, dann sagst du einfach, dass es 1939 völlig überraschend einen neuen Papst gegeben hat. Ja, Pius XII., ne? Je mehr Rache er verüben konnte, umso gerechter stand er vor seinem Volk da. Und je mehr Gerechtigkeit er anhäufte, umso mehr konnte Kain seine Macht festigen und ausbauen. Und je mächtiger Kain wurde, umso mehr konnte er exzellente Öffentlichkeitsarbeit für sein Volk leisten, was sein Ansehen und seine Macht wiederum stärkte. Jetzt nehmen wir mal hier den Namen Kain raus und führen da zum Beispiel Bundeskanzlerin Angela Merkel rein oder amerikanischen Präsident Donald Trump oder welchen Namen auch immer ihr da reintun wollt und verbinden das mit der exzellenten Öffentlichkeitsarbeit für das Volk und wir sehen, was heute in dieser Welt läuft. So muss man das Buch verstehen.
So wurde es für das Eigeninteresse des Zeichenträgers, das bis heute das erste Grundprinzip jeder geordneten Regierung geblieben ist. So wurde es für das Eigeninteresse des Zeichenträgers unerlässlich, Übeltaten zu provozieren und zu fördern, insbesondere die Form, die sich in Rebellion ausdrückt. Na, das neueste Beispiel für Rebellion haben wir ja heutzutage mit Demonstrationen gegen den Klimawandel, Extinction Rebellion. Das ist die neueste Form der Rebellion, die heutzutage von den Trägern des Zeichen des Kain unterstützt und in die Welt getragen wird. Denk da mal drüber nach, wo die herkommen. Kain konnte das Böse mit unglaublicher Zuverlässigkeit einschüchtern. Ja, die Gerechten kann er nicht einschüchtern. Nur die Ungerechten. Sein Glaube, dass Gott seine Feinde bestrafen würde, machte ihn zu einem äußerst zuverlässigen öffentlichen Beschützer. Im Lauf der Jahrhunderte konnten rechtschaffende Menschen sicher in dem Wissen leben, dass der Zeichenträger vor nichts zurückschrecken würde, um Übeltäter zu verfolgen und zu bestrafen. Diese Tatsache wird in der Heiligen Schrift auch wunderbar erklärt. Im 7. Jahrhundert vor Christus wurden die durch das Malzeichen Kains geschützten Babylonier von Gott bestimmt, um die eigensinnigen oder halsstarrigen Israeliten in Gefangenschaft zu führen, um ihnen eine harte Lektion zu lehren. Israel konnte nicht verstehen, warum Gott einen eitlen, bösen babylonischen König über sein selbsternanntes Volk gestellt hatte. Gott erklärte dies folgendermaßen: Siehe, der Vermessene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Habakkuk 2,4 und der Gerechte wird durch den Glauben leben, lesen wir auch in Römer 1,17. Wie hat es das Malzeichen Kains geschafft, fast 6000 Jahre lang zu überdauern? Albert Pike, der Großkommandeur der Freimaurerei, wirft in seinem einflussreichen Buch Morals and Dogma, also Morale und Dogmen, ein wertvolles Licht auf das Thema. Wobei ich hier eben einwerfen muss, man sollte ganz, ganz vorsichtig sein, wenn man sich auf dieses Buch beruft. Es gibt von diesem Buch Kopien in der Öffentlichkeit. Es gibt dieses Buch sogar als PDF, das man sich ganz offiziell runterladen kann. Ich warne aber davor, dieses Buch so zu nehmen, als ob es tatsächlich das ist, was auch wirklich die Initiierten in den Freimaurerlogen der höheren Grade bekommen, da die Freimaurerei immer noch eine Geheimgesellschaft ist und dadurch, dass sie eine Geheimgesellschaft ist, sie davon lebt, zu lügen und zu betrügen und ich ganz ehrlich anzweifle, dass das wahre Buch mit dem wahren Inhalt tatsächlich so in der ganzen Welt bekannt ist. Das ist meine persönliche Meinung. Ihr müsst mir da nicht entfolgen, ihr müsst mir das nicht glauben, aber das ist meine Reservation, die ich gegenüber diesem Buch habe. Ganz, ganz vorsichtig sein, wenn man das Buch zitiert. Und ich habe ja damals auch bei der Lesung von Hinter den Diktatoren, in dem, ich glaube, dritten Kapitel war es, wo wir über den Fall von Leo Taxil gesprochen haben, auch gesagt, dass das Zitat, was sich angeblich da auf Seite 211 oder 221 befindet, wo drin steht, dass Albert Pike gesagt haben soll, Luzifer ist Gott, dass das da so nicht drin steht, zumindest nicht in meiner Kopie, die ich habe. Ja? Das ist nun mal schwarz auf weiß, das kann ich euch zeigen, das habe ich hier auf dem Computer, das kann ich euch zeigen, das steht da so nicht drin. Habe ich damals in dem Video auch gemacht, von daher muss ich das jetzt hier nicht wieder rauskramen, dann könnt ihr euch das anschauen. Hinter den Diktatoren übrigens nur solange die Serie noch verfügbar ist auf YouTube. Ne? Ich werde tagtäglich bekomme ich irgendeine E-Mail, dass irgendein Video von mir wieder zensiert wurde. Also ja, noch nicht jeden Tag, aber doch wöchentlich. Ja. Gerade gestern habe ich wieder eine Meldung bekommen, dass auf meinem allein englischen Kanal ein Video von mir mit Brett und ich glaube Michael war da auch bei und Daryl Eberhardt, Rome and the Great War oder sowas heißt das, also Rome und der große Krieg, also da ging es um den Ersten und Zweiten Weltkrieg, dass das jetzt da ab 18 ist und wahrscheinlich sogar eingezogen wird.
Ja, wegen ein paar Bildern oder was weiß ich nicht. Da ist aus dem Grunde nichts dran. Also das kann man sich auch unter 18 angucken. Auf dem Hauptkanal ist das Video noch, auf dem Englischkanal, rein englischen Kanal ist es jetzt im Augenblick mit Altersbeschränkung versehen. YouTube denkt sich da immer wieder irgendwelche neuen Schikanen aus und wie lange mein Kanal noch besteht, das weiß nur der Herr. Das weiß ich nicht, das werden wir dann sehen. Aber wie gesagt, solange es diese Dinge noch gibt, sicher die hinter den Diktatoren, da haben sie ja schon, glaube ich, 5 oder 6 Videos zensiert auf YouTube. Solange das noch besteht, könnt ihr euch das da anschauen, besorgt euch das dann, ladet das runter, speichert es für die Zukunft. Vielleicht habt ihr mal irgendwelche Kinder oder Verwandten oder Bekannte oder Freunde, denen ihr das zeigen wollt. Und wenn ihr dann sagt, oh, komm, wir gehen mal kurz auf YouTube, ich tick das mal kurz ein, da und da ist das. Und dann kommt da so ein schwarzer Schirm. Der Kanal, der dieses Video gemacht hatte, ist inzwischen von YouTube weggescheucht, weil wir nicht mehr einverstanden waren mit dem seiner volksverhetzenden Meinung, was sie einem dann da unterstellen, dann ist das eben so. Deswegen sollte man solche Sachen sich immer runterladen und sollte sie speichern auf seinen eigenen Datenträgern, die man so zur Verfügung hat. Das nur mal eben kurz zu dem Thema. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, weshalb ich überhaupt diesen ganzen Rant hier angefangen habe. Also gehen wir mal zurück. Ah ja, wegen Morals und Dogma, genau. Also, wie gesagt, nehmt das Buch mit Vorsicht. Ja, auch das, was hier geschrieben steht, ja. Er erklärt also, dass Albert Pike, dass die Freimaurerei von frühester Zeit an der Hüter und Verwahrer der von Hancock errichteten Symbole, Embleme und Allegorien gewesen sei. Ja? Das lesen wir also auf Seite 210. Albert Pike achtete besonders darauf, herauszustellen, dass er sich nicht auf Kains Sohn Hancock bezog, sondern auf den guten Hancock der Bibel, also der Hancock, der mit Gott ging, im kommenden Verlauf Hancock 2 genannt, während Kains Sohn Hancock 1 genannt wird. Wir kommen nicht nur auf den Verlauf hier, sondern wir kommen auch gleich noch auf eine Tabelle, wo die zwei miteinander verglichen werden. Ja? Und wir sehen hier im 1. Mose, Kapitel 5, Vers 17, steht geschrieben, die ganze Lebenszeit Mahalaleels betrug 895 Jahre und er starb. Mahalaleel war der Vater von diesem Hancock. Ja? Aber sein Versuch, seine Institution von der Kains zu distanzieren, bringt Pike jedoch in Konflikt mit der freimaurerischen und biblischen Chronologie. Denn wenn ein biblischer Hancock die frühesten Symbole, Embleme und Allegorien der Freimaurerei errichtet hatte, so kann dies unmöglich Hancock 2 zugeschrieben werden. Ja? Also Hancock 2 ist der mit Gott ging. Man kann ihm das, dem, der mit Gott ging, unmöglich zuschreiben. Es muss Hancock 1 gewesen sein, also Hancock, der Sohn von Kain, oder aus der Linie des Kain. Um dies zu beweisen, brauchen wir nur die Chronologie zu betrachten. Ja, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Also, ich kann das auch nicht 25 Mal vorlesen, jetzt müsst ihr halt ein bisschen aufpassen, zur Not das Video mal eben stoppen und dann mal selbst nachschauen, dass ihr es selbst in aller Ruhe nochmal nachlesen könnt, um es gut zu begreifen. Hancock 2, also der Hancock, der mit Gott wandelte, der wurde nur zwischen Anführungszeichen 365 Jahre, bevor er dann mit Gott wandelte, was auch immer das heißt, er ist nicht in den Himmel eingegangen. Lasst euch das nicht erzählen von irgendwelchen Leuten, weil in der Bibel im Neuen Testament steht ganz deutlich drin, kein Mensch ist in den Himmel eingegangen, außer den, der aus dem Himmel kam, Jesus Christus. Ja? Sonst ist da keiner. Der Himmel ist in der Hinsicht leer im Moment. Soweit wie ich die Bibel verstehe zumindest. Also, Hancock 2 stammte von Seth ab. Ja? Das ist also die Blutlinie, die Gott bereits in Genesis 3,15 angesprochen hatte, nachdem ja dann später Kain Abel erschlagen hatte, den Gerechten musste ja Abel ersetzt werden, ersetzt wurde er durch Seth. Das war also dann die Linie, die dafür sorgt, dass er der anderen Saat den Kopf zertritt und die andere Saat ihm lediglich in die Ferse stechen kann. Dieser Hancock 2 also stammte von Seth ab, den Eva nach dem Tod Abels empfangen hatte. Denn Gott, so sagte sie, hat mir für Abel einen anderen Samen gesetzt, weil Kain ihn umgebracht hat. Das lesen wir im 1. Mose 4,25. Und Adam erkannte seine Frau nochmals, die gebar einen Sohn und nannte ihn Seth. Denn Gott hat mir für Abel einen anderen Samen gesetzt, weil Kain ihn umgebracht hat. Als Eva Seth empfangen hatte, war Adam bereits 130 Jahre alt. Das lesen wir in 1. Mose 5,4. Da steht geschrieben, Zitat, die Lebenszeit Adams, nachdem er den Seth gezeugt hatte, betrug 800 Jahre und erzeugte Söhne und Töchter.
Nach den bibeltreuen Berechnungen des Erzbischofs von Armagh, James Usher, der lebte zwischen 1581 und 1656, wurde Adam 4004 vor Christus geschaffen. So wurde Seth 3874 vor Christus geboren. Genesis 5, 6 bis 20 gibt uns eine genaue Chronologie der Jahre zwischen Seth und seinem Ur-Ur-Ur-Ur-Enkel Henoch dem Zweiten. Und das können wir hier in der Tabelle nachlesen. Also, Seth der Vater, Enosch der Sohn und Seth war bei der Geburt seines Sohnes 105. Und so geht es dann weiter. Enosch gebärt den, oder ne, nein, er gebärt nicht, er ist der Vater von, gebären tut eine Frau. Ja, aber Enosch ist der Vater von Kainan, als er 90 war. Kainan war 70, als er Mahalalel zum Sohn bekam. Mahalalel war 65, als er Jared zum Sohn bekam. Und Jared war 162, als er Henoch zu Sohn bekam. Das ist zusammen 492 Jahre, die wir hier sehen. Ja? Nach dem biblischen Bericht wurde Henoch der Zweite, also der biblische Henoch, also der, nicht der biblische, biblische sind beide, aber der Gerechte, nenne ich ihn jetzt mal, um ihn eben deutlich zu benennen, also wurde der Gerechte Henoch 492 Jahre nach der Geburt von Seth, beziehungsweise 3382 vor Christus geboren. Nun berechnet Albert Pikes Buch Morals and Dogma mit seinem Erscheinungsjahr in der christlichen 1871 nach Christus und freimaurischen Chronologie, was dann entsprechend 5680 Anno Mundi ist, um den Beginn der freimaurerischen Geschichte zu ermitteln. Eben jener frühesten Zeit, in der Henoch seine Symbole, Embleme und Allegorien aufrichtete. Um dies in Bezug auf die christliche Chronologie herauszufinden, subtrahieren wir das jeweilige christliche Jahr von seinem freimaurerischen Äquivalent. Also, christlich haben wir 1871, wir müssen das abziehen von Anno Mundi 5680. Wir erhalten das erste Freimaurerjahr von 3809 vor Christus. Nun gibt es aber eine Diskrepanz von 191 Jahren zwischen der Einschätzung von Pike und der in der Gedenktafel des Capitol Cornerstone 1793 nach Christus, mit anderen Worten 5793 Anno Mundi. Ich neige, und das ist jetzt Tapasorsi, der sagt, nicht ich, ich neige dazu zu glauben, dass Pikes Ansicht wissenschaftlich festgelegt ist. Also, dass wir mit der Diskrepanz hier keine, dass wir das nicht berücksichtigen müssen. Ich will immer sagen, keine Rechnung tragen müssen, aber das ist flämisch, also dass wir das nicht berücksichtigen müssen. Aber die Zahlen zeigen, dass Henoch II, also der gerechte Henoch, erst 3382 geboren wurde. 427 Jahre nach der frühesten Zeit der Freimaurerei. Der gerechte Henoch hätte also unmöglich die prototypischen Symbole, Embleme und Allegorien errichten können, deren Hüter und Verwahrer die Freimaurerei sich rühmt. Aber kein Sohn. Der ungerechte Henoch der Erste, der kommt chronologisch dafür sehr gut in Frage. Kain begann seine Wanderung nach Abels Tod, den die Bibel mit Seths Empfängnis und Adams Alter von 130 Jahre etwa 3874 vor Christus datiert. Wenn wir Kain 10 Jahre zugestehen würden, sich niederzulassen, eine Frau zu finden und ein Kind zu zeugen, wäre Henoch 3864 vor Christus geboren worden. Dies würde ihn im ersten Freimaurerjahr 3809 zu einem 55-jährigen Mann machen. In diesem Alter wäre Henoch vollständig von Kain eingeweiht und zugerüstet gewesen, um die Symbole und Allegorien zu errichten, die an die göttliche Berufung seines Vaters erinnern und die Bevölkerung aus der Gegenwart des Herrn auszuschließen. Denn wir lesen im ersten Buch Mose, Kapitel 4, Vers 16, und Kain ging hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land Nod, östlich von Eden. Übrigens hat Professor Seis entgegen seiner vorherigen Datierung Kain in die frühen Jahre der Freimaurerei datiert. Seis gab zu, durch den wissenschaftlichen Eifer eines babylonischen Königs der Neuzeit gezwungen worden zu sein, den Beweis zu akzeptieren, dass Sargon bereits 4000 Jahre vor Christus lebte.
Der letzte König, ja, hier ist ein interessanter Wikipedia-Link, den ihr euch da mal anschauen könnt. Das ist ja auch in meiner Version des Buches wahrscheinlich dann irgendwann mal damit bei, über Nabonid, oder ihr sucht es selbst aus, Nabonid. Der letzte König von Babylonien, der Nabonid hieß, hat ein großes archäologisches Interesse und beschäftigt sich nicht mit nur mit der Wiederherstellung der alten Tempel seines Landes, sondern auch mit der Ausgrabung der Gedenkzylinder, die von ihren Erbauern und Restauratoren unter ihrem Fundament vergraben wurden. Es war bekannt, dass der große Tempel des Sonnengottes in Sippar ursprünglich von Naram-Sin, Henoch, dem Sohn Sargons, Kains, errichtet wurde. Und es gab bereits Versuche, die entsprechenden Aufzeichnungen zu finden, von denen man annahm, dass er sie unter ihren Fundamenten begraben hatte. Mit echtem archäologischen Eifer setzte Nabonid die Suche fort, bis er den Grundstein von Naram-Sin selbst ans Licht brachte. Diesen Grundstein, so erzählt er uns, habe keiner seiner Vorgänger innerhalb der vergangenen 3200 Jahre zu Gesicht bekommen. Wir müssen bedenken, dass die königliche Stellung Nabots ihm die bestmöglichen Voraussetzungen bot, sein archäologisches Interesse für die babylonische Geschichte nachzugehen und alles zu erforschen, was durch Ausgrabungen darüber bekannt gemacht werden konnte. Und nach seiner Schlussfolgerung lebten Naram-Sin und sein Vater Sargon 3200 Jahre vor seiner eigenen Zeit, im Jahr 3750 vor Christus. Was uns also ungefähr auf 254 Jahre nach der Erschaffung von Adam bringt. Alles, was wir in der Bibel über die Entstehung von Uruk lesen, ist nichts weniger als die Grundlage des bis heute existierenden weltweiten Rechtssystems. Dass Gott einen bösen Mann zur Verwaltung des Gesetzes weihen würde, macht für mich einen erhabenen Sinn. Im letzten Kapitel des Buches Herrscher des Bösen werde ich Sie um Nachsicht in einigen persönlichen Überlegungen bitten, wie es denn sein kann, dass ein System zur Verwaltung des Bösen gleichzeitig so viel Gutes bewirken kann, wie es eben tut. Und hiermit kommen wir zum Abschluss Kapitel 24, das Mahlzeichen des Kain. Und wir werden nächstes Mal, ja, ich mache heute früher Schluss, weil ich gehe jetzt nicht in das neue Kapitel rein. Wir werden nächstes Mal Kapitel 25, die beiden Dienste oder die zwei Ministerien, wie es im Englischen heißt, werden wir beginnen. Auch mit dem Zitat. Ich lese das jetzt nicht. Nee, das ist ein kleiner Teaser. Könnt ihr mal kurz gucken. Nee. Nächstes Mal. Die beiden Dienste oder die beiden Ministerien, wie es im Englischen heißt. Und das war für mich damals, als ich das Buch in Englisch gelesen habe, was ja inzwischen schon ein paar Jahre her ist, das war für mich das Kapitel, das das ganze Buch wirklich abgerundet hat. Ein unglaublich wichtiges Kapitel, das finde ich auch heute noch. Und deswegen möchte ich mir nächstes Mal die Zeit nehmen, um das ganz in Ruhe anzufangen und das nicht mit dieser letzten Lesung des Kapitels 24 verbinden. Dann können wir heute halt mal früher nach Hause, dann ist die Lesung heute eben mal eine knappe halbe Stunde nur. Aber das stört mich weiter gar nicht. Es war ja auch etwas, worüber man durchaus nochmal nachdenken sollte und das eine oder andere vielleicht nochmal selbst recherchieren soll. Denkt über die Worte nach, die ich gesagt habe in Bezug auf das Buch von Morals and Dogma von Albert Pike. Schaut euch selbst nochmal die Berechnungen an, die hier in dem Buch von Tapas Sorcy, Rulers of Evil, Herrscher des Bösen, wirklich Sinn machen. Und denkt daran, dass eben Albert Pike einfach die Zahlen des gerechten Henoch nimmt und die dem ungerechten Henoch zurechnet. Das ist eben das Lügen und Betrügen, das man von Leuten wie in der Freimaurerei sind, eben auch erwarten kann. Ja, und da ich gerade noch mal so ein kleines Geräusch gehört habe, könnte ich mir vorstellen, dass Michael noch eine abschließende Bemerkung für die Sendung heute hat. Ja, es geht sich da eben um diesen Herrn Ascher, der diese Berechnung angestellt hat. Da gibt es einen bekannten Ascher Lightfoot-Kalender, so heißt der, Ascher mit Doppel-S geschrieben. Und das ist ein Werk, was wohl aus dem Jahre 1650 kommt. Da steht erstaunlicherweise immer noch auf Wikipedia verzeichnet. Und darin steht halt, dass das Datum der Schöpfung der Sonntag, der 23.10.4004 vor Christus wäre. Also ist schon etwas länger her. Und man hat ja dann auch, interessanterweise kommt er aus dem Jahre 1650. Und ich habe mal geschaut, wann denn dieser gregorianische Kalender
eingerichtet worden ist. Und das war wohl im Reformjahr 1582. Also ich vermute, dass der Ascher dann auch diesen Kalenderwechsel da schon mit drin hatte, denn der war vor ihm ja schon dann ungefähr so 70 Jahre in Gebrauch. Aber ich fand das schon mal sehr interessant, dass es eben schon mal jemanden gab, der das alles mal nachgerechnet hat. Und das ist ja einer der wenigen Dinge, die man im Internet ja heutzutage noch recherchieren kann, neben dieser ganzen Evolutionstheorie, die uns ja immer von Millionen und Milliarden Jahren erzählt, ne? Ja, also was ich erstaunlich finde bei dem, was du mir gerade eben sagst, was du da liest, ist, dass er sagt, dass die Erde geschaffen wurde am Sonntag, den 23. Oktober. Also abgesehen davon, dass wir heute den 20. Oktober haben, also ja, drei Tage davor sind. Deswegen. Nein, die ganz offizielle Erkennung in einem solchen Buch über den Sonntag. Also der erste Tag der Woche ist damit ganz deutlich als Sonntag benannt. Und damit gibt es ja wohl überhaupt keine Diskussion mehr, wenn irgendjemand fragt, ja, was ist denn der Sabbat, der siebte Tag der Woche? Es gibt da interessanterweise, man muss dazu sagen, dieser, ja gut, das weiß ich ja, das weißt du ja auch, was der Sabbat wirklich ist. Aber ja, aber es gibt ja so viele Leugner davon, deswegen sage ich das ja gerade eben, verstehst du? Ja. Ja. Es gibt ja so viele, die sagen von, ja, aber wieso ist denn der Sabbat der siebte Tag? Will da gar nicht groß drauf eingehen. Aber das fand ich sehr interessant, dass du das gerade eben sagtest. Der erste Tag der Schöpfung, also an dem Tag, an dem Gott alles geschaffen hat, begonnen hat zu schaffen, war Sonntag, der 23. Oktober 4004 vor Christus. Also, ich meine, war der dabei? Oder wieso weiß er das auf den Tag genau? Deswegen habe ich das ja gerade empfohlen hier, diesen Ascher-Lightfoot-Kalender, zumindest sich einen Eintrag mal auf Wikipedia anzugucken, denn da steht eben auch drin, dass er nicht der Einzige gewesen ist. Es gibt wohl ein paar andere, die haben da ähnlich in dieser Richtung getippt, also 50 Jahre etwas früher, 3952, der nächste 3950 vor Christus. Und es ist letzten Endes so, dass er schon da genau geschrieben hat, also Andrew Dickinson White hat dazu geschrieben, "This world took place and a man was created by the Trinity." On October 23. 4004 before Christ at 9 o'clock in the morning. Deswegen weiß ich jetzt auch, warum von 9 to 5. Ja, also, ich muss mal eben schauen. 9 Uhr morgens, 9 Uhr morgens, das ist ja schon die dritte Stunde des Tages. Fängt erst die Arbeit an morgens. Um 9, ja, was hat Gott denn die ersten drei Stunden gemacht? Mit dem Daumen gedreht oder das was? Das weiß ich nicht. Da bin ich nicht überfragt und ich glaube, das steht mir auch nicht zu, da eine Mutmaßung zu äußern. Aber es geht halt darum, dass es da eine ganze Menge Leute gibt, die da Forschungen hergestellt haben. Und ich finde das auch schon mal in erfrischenden Gegenpart Contradiction einfach mal zu dieser ganzen Evolutionsgeschichte. Deswegen kann ich nur jeden dazu empfehlen, mal diesen Ascher-Lightfoot-Kalender mal zu googeln und da mal einfach bei Wikipedia zu gucken. Das ist sehr, sehr interessant. Schick mir den Link doch bitte über Skype und dann werde ich den beim Hochladen dieses Videos in die Beschreibungsbox des Videos mit reintun. Und dann können diejenigen, die das gerne mal nachforschen wollen, das dann auch nachforschen. Ich für meinen Teil, ich finde sowas immer belustigend, wenn man so etwas nachforscht. Wenn ich wissen will, wann die Erde geschaffen wurde, dann schlage ich die Bibel auf. Ich habe sie gerade zufällig hier in der Hand. Die Schlachter von 2000, die deutsche. Da steht natürlich kein Datum bei, aber da steht ganz deutlich drin, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Mit anderen Worten, davor war nichts und deswegen ist das der Anfang. Wann das war, welcher Tag, welche Uhrzeit, welcher Monat, welches Jahr, das ist mir persönlich sowas von schnurzpiep egal. Ich schaue aus dem Fenster, ich sehe die Schöpfung und ich sehe, dass er alles gemacht hat und dass er sich durch die Schöpfung uns jeden Tag erklärt. Und das ist das Wunderbare an dem Gott, an den ich glaube und an den du auch glaubst. Und das ist der Gott, der sich uns übrigens in der Bibel offenbart. Und da du, glaube ich, dein Pulver verschossen hast für heute, möchte ich beschließen mit den Worten, bis zum nächsten Mal. Freut euch auf den Beginn des abschließenden Kapitels 25, die zwei Dienste aus dem Buch Herrscher des Bösen, wenn wir wieder zusammenkommen und das Ende der Buchlesung einleiten werden. Und bis in der Zwischenzeit lest eure Bibel. Maranatha.